Hallo ihr Lieben, Freitagnachmittag. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen spät und meine Haare sind auch gerade noch ziemlich verwurschtelt. Das liegt einfach daran, dass ich mir ja noch meinen Kaffee machen wollte, um mit euch heute wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Also wir haben zum Beispiel einen Vollautomaten und immer wenn ich dran bin mit Kaffee machen, muss ich den Behälter leeren, muss ich den Kaffeerest raustun, muss ich Wasser nachfüllen. Und hallo Helga, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Und heute war es mal wieder soweit, ganz typisch. Ich musste halt alles machen, damit ich meinen Kaffee kriege und deswegen bin ich leider ein bisschen spät. Ich hoffe, ihr mögt es mir verzeihen. Ich habe heute einen richtig schönen Milchkaffee mir wieder gemacht, weil bei dem Wetter brauche ich echt was Warmes und auch ziemlich viel am Tag. Ich weiß gar nicht, wie es euch so geht. Da hilft mir so ein Milchkaffee richtig gut wieder auf die Beine. Und heute ist Freitagnachmittag, Nähkästchen-Plauderzeit. Und heute ist auch der 1. April. Ich weiß nicht, ob ihr die April-Scherze gut überstanden habt heute, ob ihr überhaupt schon welche bekommen habt oder nicht. Auf alle Fälle gilt auch bei den April-Scherzen andere Länder, andere Sitten. Und davon wollte ich euch heute nämlich ein bisschen was erzählen. Wir haben ja viele Jahre in Frankreich gelebt. Und in Frankreich ist es üblich, dass sich zumindest die Kinder und auch die Eltern mit den Kindern, wenn es dann klappt, dass man sich da selbst gebastelte Fische versucht auf den Rücken zu kleben, ohne dass es der andere merkt. Also so aus Papier oder Pappe werden die dann gebastelt, ausgeschnitten. Und am 1. April ist dann halt die Zeit, sich einen Poisson d'Avril Scherz zu erlauben. So nennt man das. Und zwar ist das ein Brauch, der sich entwickelt hat, schon vor ganz schön langer Zeit, weil zurückzuführen ist der eigentlich auf das Jahr 1564 ungefähr. Ja, ich glaube 1564 muss das gewesen sein. Da hat Karl IX. Nämlich ein Dekret erlassen, dass in Frankreich das neue Jahr am 1. Januar beginnen soll. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, neues Jahr, 1. Januar ist doch Logo. In Frankreich zu der Zeit damals war das eben nicht Logo. Da fing zum Beispiel in der Region von Lyon das Jahr im April an, glaube ich. Dann war es so, dass im Gebiet der Rhone im März soweit war. Ach nein, Lyon war um Weihnachten rum. Im Gebiet der Rhone war es im März. Das heißt, alle Regionen im damaligen Frankreich haben eigentlich gemacht, was sie wollten, worauf sie Lust hatten. Und um dem endlich mal ein Ende zu machen, wurde halt der gregorianische Kalender eingeführt und 1. Januar, Beginn des neuen Jahres. Und wer die Franzosen kennt, der weiß natürlich, dass die alles andere machen, außer sich an Regeln halten. Und deswegen haben sie halt gesagt, einige, nö, wir fangen trotzdem am 1. April an mit unserem Kalender. Und für diese Leute, die wurden dann natürlich verlacht und wurden dann natürlich auch ein bisschen gehoppt und gemobbt und gehänselt. Und die wurden dann auch ein bisschen veralbert. Und auf diesen historischen Ursprung, sage ich jetzt mal, geht an sich das Hänseln und Albern am 1. April zurück. Wo jetzt das mit den Fischen herkommt, das ist normalerweise wahrscheinlich aus der Fastenzeit. Denn in der Fastenzeit vor Ostern durfte ja oder sollte ja kein Fisch gegessen werden. Und wer sich nicht dran gehalten hat, der kriegte dann sozusagen einen falschen Fisch. Und ja, warum die Franzosen das immer noch so machen, ich weiß es nicht. Die sind ja sehr traditionell. Ich finde es super lustig, mal solche Fische zu basteln überhaupt. Und die Kinder finden es natürlich total drollig, zu versuchen, einem diese Fische da irgendwo auf den Rücken zu kleben. Ansonsten gibt es die Fische auch als leckere Süßigkeit, in Schokolade oder als kleine Marzipanfigur. Und heute habe ich auch was ganz Tolles entdeckt. Meine Freundin Claudine, die lebt ganz unten im Süden in Frankreich. Die hat heute auf Facebook nämlich Fotos gepostet aus der Erinnerungskiste. Und sie hat nämlich von dem Urgroßvater ihres Mannes Postkarten gefunden, die er zum 1. April an seine damalige Geliebte mit einem lieben Gruß verschickt hat. Also so mit Fischen drauf und total niedlich. Also 100 Jahre alt, diese Postkarten. Und das hat mich total gefreut. Super schön illustriert. Und ihr seht also, diesen Brauch gibt es schon echt lange, aneinander zu denken.
Und das finde ich einfach total süß. Das wollte ich euch heute erzählen. Und wenn ihr da noch mehr darüber wissen wollt, über den Brauch vom 1. April, dann kann ich euch heute auch noch den aktuellen Blogbeitrag von Hilke Maunder sehr ans Herz legen und sehr empfehlen. Die war ja im Februar war sie bei mir zu Gast in den Nähkästchen-Plaudereien, hat einen super tollen Blog, der nennt sich Mein Frankreich, ist ganz einfach zu finden. Und die hat das nämlich ganz ausführlich geschrieben mit dem Poisson d'Avril. Da könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Ja, und wo wir schon mal dabei sind, Nähkästchen-Plaudereien mit Gästen. Nächste Woche habe ich nämlich auch wieder einen Gast und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil nächste Woche nehme ich euch ein bisschen mit auf Reisen. Nächste Woche kommt die Claudia zu mir und die Claudia ist Reisearchitektin. So nennt sie sich am liebsten, denn sie stellt Reisen zusammen nach den Wünschen der Kunden, hat ganz wundervolle Lieblingsplätze. Und vor allen Dingen arbeitet sie mit Architekten zusammen. Das heißt, sie organisiert Architekturreisen, die alles andere als langweilig sind, weil in jeder Stadt gibt es unglaublich viel zu entdecken architektonisch, was man so, wenn man mit einem normalen Reiseführer durch die Gegend geht, eigentlich gar nicht erkennt. Und die Claudia hat sich halt auf solche Reisen spezialisiert. Und während dieser Reisen entdeckt sie natürlich auch immer wunderschöne Plätze. Und sie hat nämlich jetzt ihre Lieblingsplätze zusammengetragen und will uns nächste Woche ein bisschen was über ihre französischen Lieblingsplätze erzählen. Ich habe heute schon mal in der Story so zwei Fotos geteilt von zwei Lieblingsplätzen, die sie aktuell anbietet, die man bei ihr auch gerne buchen kann. Ein kleines süßes Hotel in Paris und dann einmal Südfrankreich, Provence, genauso wie man sich's vorstellt. Also wenn ihr Interesse am Reisen in Frankreich habt, an besonderen, wunderschönen Locations, die man für den Urlaub mieten kann, dann schaut unbedingt am nächsten Freitag rein. Oder wenn ihr schon Fragen habt zum Reisen in Frankreich oder zu Unterkünften in Frankreich, was ganz Spezielles, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich leite das an Claudia weiter und wir werden dann am nächsten Freitag drüber sprechen. Also am nächsten Freitag, 15 Uhr, Nähkästchen-Plaudereien. Ich hoffe, ich bin pünktlich. Ich trinke jetzt meinen Kaffee noch aus. Und dann werde ich mich noch ein bisschen weiter mit dem Nähen beschäftigen, weil bei dem usligen Wetter, was draußen ist, es gibt ja wieder Schnee und kalt ist es, ist mir so richtig nach Sommer. Und passend zur nächsten Woche, wenn ich mit Claudia über die wunderschönen Häuser in der Provence spreche, bin ich nämlich gerade wieder dabei und kümmere mich um Nachschub in der Lavendelabteilung. Ich sticke also wieder Lavendelblüten auf Servietten und auf Lavendelsäckchen, fülle nach und bringe neue Artikel auch in den Shop, in die Lavendelreihe, weil ich finde, jetzt kann es echt langsam Sommer werden. Ich freue mich da schon riesig drauf. Und ja, wenn ich so mit dem Lavendel arbeite, mache ich mir natürlich immer schöne französische Musik an. Und dann ist mir schon fast ein bisschen so wie Sommer. Ein bisschen müssen wir zwar noch warten, aber ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Auch wenn das Wetter schlecht ist, genießt es, erholt euch schön, entspannt euch schön. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Freitag mit Claudia und ihren Lieblingsplätzen in Frankreich und natürlich mit mir hier im Atelier Luhabo. Salut!